Die Morität von die zwei Gnädel. Zwei Gnädel sind hart zusammengestessen im Wirtshaus nach dem Mittagessen. Die zwei gut abgekocht treffen sich beim Warten in der Wirtshausküche. Bloß finden sie aneinander keinen Spaß, sie waren nicht von derselben Rasse. Der eine war braun, der andere heller. Vom Kessel kommen sie auf den Teller, dann landen sie auf einem heizern Bredel, der Semi und der Leberknödel. Und gerade so oft werden die Leute, kriegen auch die Knödel einen Streit, weil sie ja jeder einbaut wichtig, nur er war schön. Nur er war richtig. Der Semi-Knödel zerreißt sie gleich, nur voller Dampf, sein freches Mai. Da brauchst du einen Humor, einen guten. Was unser Arm nicht alles zumuten, da klatschen sie ganz ekelhaft einen Farbigen in der Nachbarschaft. Dann fängt er nur so gut an, den Leberknödel richtig an. Bist du ein Neger oder dreckig oder bloß schier und leberfleckig? Natürlich hat es so schwer beleidigt, der andere sich ein Schert verteidigt. Du hast es nötig, dummer Hund. Bist nicht einmal anständig rund. Schaust aus, als wäre ein 14 Glatzen, du selten blöder, blasser Batzen. Ja, irgendwo. Nehm dir mich blass. Du Bogen, da hab ich's aus ins Gefroß. Du durchgetragener Knappenspeicher, du Savonel, Zuckenschleicher, du Majoran, verpatzter Gauner. Aufgekochter Rostbeut, du Brauner. Da fährt der liebe Knödel nach und sagt, du passt du auf, dass ich dir dein freches Mein nicht stopf, du selber gestrickter Wasserkopf. Umsonst bist du nicht übrig geblieben, du schaust aus wie dreimal gespielt. Und wieder zusammengeschaut zum Vergleich, du ausrennst hier die Wasserleiche. Also wie du ausschaust, so viel Teufel nächst, ein Semi-Knödel, ja, mich legst. Da fährt der Semi-Knödel hoch und blärt, du Missgeburt vom Koch! Weißt du, wo der echte braune Fabian kommt? Vom Balkan-Kuchelmensch bestimmt. Die wacht sich nämlich nicht die Bratzen, bevor sie ein Leberknödel dort zusammenpatzen. So steht's um der echte schwarze Rass. Und jetzt sag nur mal, ich war blass. Das bist und bleibst du blasser Schlampen mit deiner faden Semiwampen. Du Wasserpanster, Soßenbrocker, da übrig blieb ein Brettelhocker. Drum haben sie da herin vergessen. Die möchte der Hundertste nicht fressen. Die frisst nicht einmal die Katz. Hexen's noch im Donnerhaus. Ein Ratz. So putzt der Ohr den anderen Abi. Da kommt die Kellnerin mit der Gabi. Zwei letzte Gäste sind gerade auftaucht. Für die werden die zwei Knödel braucht. Umsonst war Eifersucht und Zorn. Sie sind noch allweil gefressen worden. Die Leute haben sich die Lippen geschleckt. Gut was, Frau Wirtin. Mei, gut hat's geschmeckt. Dankeschön. Bravo.